wieder mal so ein nichtssagender Titel. Das Spiel ist ursprünglich eigentlich nur durch Zufall in meine Sammlung gewandert. Das Cover ist auch irgendwie nichtssagend. Das könnte jetzt alles sein, ein Hidden Gem oder das schlimmste Cash Grab überhaupt. Aber genug der langen Vorrede, lasst uns mal zusammen hineinschauen. Was taugt Max für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von A-Wave entwickelt und bei uns 1992 von Infogrames veröffentlicht. Im selben Jahr erschien es auch in Japan unter dem eigentlichen Namen Rubble Saver 2 und einem anderen Publisher. Ich finde, das Cover repräsentiert das Spiel auch wesentlich besser. In Amerika erschien das Spiel nie. Max ist ein waschechter Action-Plattformer. Ihr steuert den namensgebenden Protagonisten aus der klassischen Seitenperspektive. Da ihr gegen die Gegnerhorn aber natürlich durchaus Hilfe gebrauchen könnt, tut ihr das nicht nackt, sondern steuert einen waschechten Max. Mit diesem könnt ihr normal feuern und springen. Praktischerweise steht euch jedoch noch ein weiteres Hilfsmittel zur Verfügung, die das Spiel dann noch etwas von der Masse der Plattformer abhebt. Ein Greifarm. Diesen könnt ihr zwar nur nach oben hin benutzen, aber das ist schließlich besser als nichts. Mit diesem Werkzeug seid ihr dann in der Lage, euch an Decken festzuhalten und hochzuziehen. Das könnt ihr sogar im Sprung machen und so macht dieses eine Feature den Spielablauf gleich doch etwas komplexer. Das Spiel umfasst insgesamt 7 Level, wobei ihr die ersten 3 frei anwählen könnt. Erst danach wird es linearer. Die Abschnitte sind natürlich mit diversen Hindernissen und Gegnern nur so gespickt und eure Aufgabe ist so simpel wie klassisch: gelangt möglichst unbeschadet zum Ende und erledigt den Boss. Hier und da wird dieses Konzept jedoch etwas aufgebrochen. So sind die Level schon einmal in einzelne Abschnitte unterteilt. Erst wenn ihr alle Gegner in diesem Bereich getötet habt, öffnet sich eine Tür und ihr kommt zum nächsten. Leider hat das Leveldesign hier und da kleinere Schwächen. Immer wieder müsst ihr auf Verdacht ins Blaue springen und wisst nicht genau, wo ein Abgrund zu finden ist. Hier und da könnt ihr euch mit euren Greifarmen behelfen, aber ideal ist das sicherlich nicht. Wenn euch ein Gegner trifft, seid ihr zum Glück auch nicht sofort hinüber. Ihr habt quasi 3 Lebenspunkte. Beim ersten Treffer verliert der Mech seine Windschutzscheibe. Beim zweiten verliert ihr ihn dann ganz und seid ohne Kampfanzug unterwegs. Und erst danach verliert ihr ein Leben. Ohne den Mech seid ihr aber zum Glück genauso agil unterwegs. Eure Standardwaffe könnt ihr mit Power-Ups in 3 Stufen upgraden. Während euer normaler Schuss halt ein normaler Schuss ist, kommt in Stufe 2 noch ein schräger Schuss hinzu und in der letzten Stufe stoßt ihr mächtige Feuerbälle aus. Die letzte Stufe könnt ihr jedoch nur benutzen, wenn ihr in euren Roboteranzug seid. Leider könnt ihr jedoch nur in eine Richtung schießen. Die Steuerung und das Spielgefühl allgemein sind einfach klasse umgesetzt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase schwingt ihr euch durch die Level. Leider gibt es jedoch keine Passwortfunktion. Das Spiel jedoch ist nicht mega lang und ist in ungefähr 45 Minuten durchaus schaffbar. Auf der technischen Seite ist das Spiel sehr gut gelungen. Die Grafik geht voll in Ordnung, die Sprites sind schön gezeichnet und die Musik duselt passend vor sich hin. Was taugt Max für den Game Boy heute noch? Ich kann das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht viel mit dem Namen erwartet, war dann jedoch sehr, sehr positiv überrascht. Hier solltet ihr auf jeden Fall mal reinspielen. Das war der Test zu Max für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.